Ja, hallo und herzlich willkommen. Gerade hat er noch gewonnen. 2686 haben den Gegner nicht daran gehindert, einzugehen, die Dame einzutorfen. Eine fantastische Leistung. Das Schöne ist, wenn er jetzt weiß hat, gebe ich einfach E4 ein, drücke Enter, macht er sogar E4. C5, Sizilianisch. Ja, ich weiß nicht, ob das auch so ratsam ist, einfach was Eigenes spielen zu lassen. Ich habe den mal Porziani spielen lassen. Das hat er auch mitgewonnen, hat er auch gut gespielt. Springer C6. Das Problem ist, die müssen wirklich buchstabengetreu Theorie ziehen. Sonst ist das schwierig. 2265 aus Deutschland. 2265. Das heißt so ein bisschen, wenn ich das als Video hochladen sollte, wenn die eine geile Partie werden sollte, dass ich dann weiß, ich sehe es ja dann wie im Video nicht, welche Zahl hier steht auf dem Smartphone. Deswegen sage ich das am Anfang. Läufer C4. Ja, kommt immer darauf an, gegen wen die Zahlen geholt haben. Wenn er gegen den Durchschnitt von 1900 alles gewonnen hat, dann hat er aber trotzdem nicht eine Zahl von 2265, er hat wieder eine Zahl von 2000. Er ist eben in der Lage, 1900 halt ganz klar deutlich zu schlagen, droht matt auf F7. Und was ist auf G6? Auf G6 kommt bestimmt Springer C6. Und da 5 liegt Springer D8. G6. Springer C6. Ja, könnte jetzt auch mit dem Bauern zum Beispiel nehmen, wäre auch eine Möglichkeit. Und wenn die Dame zieht, Läufer G7 und dann Springer E7 einen anderen Aufbau wählen. So, Läufer G7 ist natürlich jetzt nicht möglich, wegen Matt auf F7. Läufer B6. Dame B6, Dame F6, Dame B2, Dame D8, Dame E7 hat sich alles schon erledigt. Springer C3. Turm D1, Läufer C7. Zum Beispiel. Was? Lies auf ab. F3, D3. Aber Filippo wäre zu viel verlangt, das abzulesen. Läufer C7, D5. Bauer schlägt Springer, Springer Läufer. C4, A6. Ja, der erste Bauer ist weg. The first pawn is gone. The pawn is gone. D6 neigt auch zur Schwäche. Auch nicht gerade ein Ruhmesblatt. Also Läufer B7 zum Beispiel, Turm B8. Ja gut, da wird der Läufer hängen. Also Läufer C7 alleine wird vielleicht schon reichen. Ja gut, Springer E8. Zur Not kann er es auch decken. Überlegt hier. 8 Minuten hat er gleich noch. Dong. Jetzt hat er noch 8 Minuten. Das war der Gong der 8 Minuten. 2265. Fantasie-Elo. Da musst du lange überlegen, was mache ich jetzt? Wieso habe ich den Bauern eingestellt? War er mir so wenig wert? Turm B8. Ja, es forziert. Läufer C7 sogar noch. Dann Läufer D6 schlägt, das wäre der Dame, der Spieß auf Dame Turm. Also Läufer C7, Turm B2, Läufer D6 schlägt.
Das ist so die Schwäche von D6. Das kann man ruhig auf B2 nehmen, dann wird auf D6 genommen, dann ist die Qualität weg. Die Partie geht den Bach hinunter, da wird der Lippo munter. Lippo, der große Mephisto-Fan und Fan des Nichtdenkens. Wie warm ist es heute Sonntag? Am siebten Tage sollst du ruhen. Andere sollen denken tun. In diesem Fall der Mephisto. Da gibt es ja sogar so Koffer für. Da kann man das Münchenbrett reinmachen. Für exklusiv im Modular gab es das auch. Da konnte man, wenn man den zum Beispiel mal nach Klingenberg fahren würde, dann würde man den München in den Koffer reintun. Weil da gibt es schon einiges mehr her als so Modular. Ich würde mir ein bisschen blöd vorkommen, wenn ich nach Klingenberg fahren würde. Und dann würde ich so einen Billig-Schachcomputer gefühlt, eBay 20 Euro. Damit wir so ein kleines Plastikgerät, dann würde ich damit da auftauchen. Da würde ich mich schon ein bisschen bescheuert vorkommen. Da muss schon mal ein richtiges her. Am besten alle hier mit 8-Bit-Schachcomputern. Der Lippo, der marschiert da mit dem Vancouver 32-Bit auf, schließlich will er ja gewinnen. Ja, da muss er lange überlegen. Ich würde sagen, die Turm erstmal nehmen, Läufer C4, Dame G4. Ah, ich greife den anderen Turm noch an. In your face. Dame G4. Aber wenn er meint, dass das der Turm wert ist. Machen schon manchmal. Ja, merkwürdige Züge hier. In einer Partie, da habe ich den Dallas 36 MHz spielen lassen. Da ist die ganze Zeit ein Läufer gefesselt auf E7 und deswegen konnte er auf C5 nicht einen Springer nehmen. Der Dallas macht D3 F1. Macht mal ganz locker so nebenbei mal König F8, das hat er gar nicht gesehen. Macht er irgendeinen Zug, der Springer ist weg. Er hat wohl nur registriert aus dem Augenwinkel, dass der Turm nicht gezogen hat. Deswegen konnte es ja nicht Hochrade sein. Seien Sie stolz auf sich, es geht den Bach hinunter. Dudel, 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 dudel. Da reicht vollkommen der Polka aus, auch für 2265. Zur großen Freude vom Lippo. Mal gucken, was ich mal als nächstes Smartphone hole. Vielleicht Ende des Jahres mal ein anderes holen. Aber noch tut's das ja. Das habe ich hauptsächlich für den Messenger. Und ich hatte die Hülle, wo das drin ist, das war nicht so ganz passgenau. Ich habe mit dem Messer, mit der Schere ein bisschen rausgeschnitten, damit das mit der Kopfhörerbuchse besser funktioniert. Da kann ich auf der Arbeit besser Musik hören. Der Lippo kann halt auf der Arbeit Musik hören. F2-3. Es gibt nichts zu verschenken. Niemand hat etwas zu verschenken, es sei denn, er wird es nicht los. Also wenn ich das richtig gerade reinstecke, den Netzstecker, dann funktioniert das auch. Das war beim ersten Mal, war das ja beim Unboxing, war das ja das große Drama. Ich dachte, der wäre defekt. Ich hatte mal so eine Powerbank gekauft. Das Interessante daran ist, dass diese Stecker von dieser Powerbank, die sind ein bisschen kürzer. Also das, was in das Gerät reinkommt an Stromstecker. Das ist ein bisschen kürzer als als bei dem Netzstecker hier, bei dem Netzteil. Deswegen, der exklusiv funktioniert, aber der München, das Holz vielleicht ein bisschen dicker ist. Da fragt der Bolger wahrscheinlich auch wieder München hier. Ist er schon drin? Ah, gut, das Waluata-Spiel, welch ein Frevel. Schande, Schande. Aber der Bolger muss sich lange rumrechnen. Und rechnet und denkt und denkt und denkt. Ich denke immer länger nach. Halleluja. Meine Güte, AD1, hätte ich auch stundenlang drüber nachgedacht. Ein schwerer Zug. Mal hier Level nochmal machen. Enter.
So, Dame B4. Naja, greift ja schon mal ein bisschen was an. Turm D7, mein Gott, er stellt immer mehr Puppen ein. Wie kann denn das nur sein? Ja, gut, B2 hängt ja auch. Dame D3. So. Ja, ich weiß ja nicht, was da sich da verhoffen, dann weiterspielen hier. König F2, only move. Springer D1. War doch nicht only move. Hat Nippo nur gedacht, only move. Only for you, from Mephisto with love. Ja, leider droht nicht Läufer F7, der Turm F7, Dame Schach, Läufer F8. Und dann müsste er das nochmal an Dame D7, der ist ja gepinnt. Könnte sein, dass das droht. Dame D6. Vielleicht will er das noch vorbereiten. Ich dachte eher Turm F7, Dame D7. Der Turm ist ja gefesselt. Ich wüsste jetzt momentan nicht, was den noch decken soll. Solche Sachen liegen ja immer in der Luft hier. Sowas würde ich zumindest machen. Und dann drückt man ja auch den König auf die Pelle. Turm F7 schlägt, gefesselt durch den Läufer, Dame D7. Und dann droht schon Dame F7 schlägt und ich wüsste jetzt nicht, Dame D1, König D1. Er steht doch total pleite, er muss es nur selbst begreifen. Ich frage mich, ob manche Leute wohl so ein bisschen schon ahnen, wenn da einer mit so einer Zahl ist hier, aus Deutschland. Die schon so ein bisschen erahnen, das ist doch bestimmt der Lippo mit seinen Schachcomputern. Der blöde Arsch. Vielleicht irgendwann mal einen Account machen. Auf schach.de. Der Lippos Retro-Schachcomputer-Account. Was ich mir vorstellen könnte, verboten wäre sowas wahrscheinlich eher, wenn ich jetzt hier Turniere mitspielen würde, wo es um Preisgelder geht. Und dann würde ich hier so ein 68030er Emulator oder so, oder ein 32-Bit-Mephisto mitspielen lassen. H4 einfach, genau, H4. Geht zur Seite, Alter. Ja, was nun? Springer E6, Läufer, Bauer, Dame E6. Dann, na, Dame E5 geht ja nicht. So, ich frage mich, warum er jetzt abdeckt. Wieder von den Bauern, mit dem Bauern geschlagen. Schade, dass ich hier nicht applaudieren kann auf dem Smartphone. Das funktioniert nicht. Am PC kann ich applaudieren und alles. Die ganze Summe des Spielspaßes ist vorhanden. Aber Turm, Dame D7, und das scheint er nicht zu sehen. Ja, momentan droht es ja auch gar nicht mehr wegen Dame F4. Weil es scheint er wohl gerade nicht gesehen zu haben. Da ging das aus irgendwelchen Gründen nicht. Er gibt sich aber nicht geschlagen hier. Er will weiterkämpfen, weiter fighten. Für die verlorene Sache. Dame wohin? Ah! Das Problem ist einfach, dass G5 hängt. König F8, Turm F7, Dame, Läufer F7 und dann hängt ja auch der Läufer und dann ist ein wenig Holzmangel auf dem Brett vorhanden. Wunderbar. Deine Kombination zum Abschluss. 2636 haben die Computer. Gut, da kann man locker 300 Punkte von abziehen. Wären das wirklich Großmeister hier, die spielen würden? Weil er spielt immer noch weiter, ist er besoffen. Ach man. Ein bisschen Material weniger. Ah, die beiden Bauern, die sind stark hier, die beiden Freibauern. Nein, doch nicht.
Auch ich muss applaudieren. Ich muss erst die Püppchen aufbauen. Ich kann nicht sofort Revanche annehmen. Der Lippo will sich ja nicht stressen. So, ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.